Kann man bei der Vermittlung von Immobilien auf Rentenbasis als Immobilienmakler auch Geld verdienen? Mein Name ist Markus Langenbach. Ja, auch das ist immer wieder ein Thema, auch mit der Überlegung, wie ich mein Geschäftsmodell möglicherweise etwas neu justiere, mich interessanter aufstelle, auch wieder für Endkunden. Grundsätzlich wird es gepusht, auch wenn es eben darum geht, die demografische Lage. Sehr viele ältere Menschen, die sagen, ja, ich habe eine Immobilie, ich habe keine Nachkommen mehr. Oder die sind selbst steinreich, die brauchen kein Geld mehr von uns. Ich will meine Immobilie verkaufen, damit ich eben meinen letzten Lebensabend nochmal so richtig schön genießen kann. Also, ich will in der Immobilie selbst weiter wohnen, leben. Aber ich hätte gerne jemanden, der dafür Geld bezahlt, der sagt, naja, ich warte gerne so lange da drauf. Hauptsache, ich habe irgendwann mal Zugriff auf dieses Grundstück, eben auf diese Immobilie. Und genau da sind wir ja beim Thema, zu sagen, eben Codewort, Verkauf von Immobilien auf Rentenbasis. Es ist ja quasi wie eine Rente, aber es ist halt nicht vom Gesetzgeber, vom Staat finanziert, sondern in der Regel ja von einer Privatperson, die sagt, ja, bin ich gerne bereit, ich brauche da jetzt nicht einziehen, ich würde gerne kaufen und monatlich dafür dann eben einen Betrag Ihnen überweisen. Und das wäre eben das Modell, wenn man sagt, okay, jetzt schließe ich dafür einen Vertrag ab. Die Wertigkeit der monatlichen Raten orientiert sich natürlich wieder an der Wertigkeit der Immobilie. Man braucht also schon wieder eine Immobilienbewertung. Aber es gibt keinen klassischen Kaufpreis. Also ich vermittle ja keine Immobilie dann mit 300.000 Euro oder 800.000 Euro oder mit 3 Millionen, wo ich sage, von den 3 Millionen machen wir prozentual wieder eben, mein Verdienst orientiert sich an dieser am vermittelten Kaufpreis, weil ich habe ja eine Immobilie, die ich vermittle. Das ist also nicht eben der Fall und von daher stellt sich die Frage, ja, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Und der einfachste Weg ist eigentlich vom Gedanken, wenn man sich daran orientiert, zu sagen, beim Käufer, der zahlt ja auch eben genau das und sagt, naja, wer vermittelt mir das? Das sind dann möglicherweise Sie als Makler. Und wenn Sie idealerweise sagen, ich vermittle das gerne für Sie, natürlich kostenfrei, und Sie haben im Innenverhältnis, rein im Innenverhältnis mit dem Verkäufer eine Vereinbarung getroffen. Also so etwas Bestellerprinzip Vermietung. Und jetzt können Sie natürlich festlegen, alles festlegen, unabhängig eben von einem klassischen Verkaufspreis in der Höhe von mehreren 100.000 Euro, individuell, wie Sie eben mit dem Verkäufer bei einer erfolgreichen Vermittlung dann auch eine Vergütung erhalten. Und das müssen Sie natürlich dann in einem einzelnen Vertrag festhalten, das vermitteln. Entweder sagen Sie ja 2 oder 3 mal die Höhe der dann vereinbarten Monatsraten, dann wäre es fast wie eben ja bei der Vermietung, wo Sie sagen, 2 Netto-Kaltmieten, so meine typische Vergütung dafür. Es gibt auch wieder Firmen, die natürlich dahinter stecken, die sagen, okay, die kümmern sich wieder um eben den Kunden, den Käufer, weil ja auch da wieder eine Finanzierung dahinter steckt, die dann wieder eben diese monatlichen Raten bedienen kann. Die haben auch wieder großes Interesse, dass sowas funktioniert. Da kann man im Vorfeld auch schon wieder Kooperationen eingehen und zu sagen, na, was seid denn ihr da bereit, wenn ich als Makler noch zwischengeschaltet bin? Habt ihr dafür ja schon mal 0,5% oder ähnliches von einer imaginär festgelegten Verkaufspreishöhe, die wir im Vorfeld ja nochmal festlegen können? Da muss man etwas Kreativität dann mitbringen. Aber vom Verkäufer aus ist das eigentlich der beste und einfachste Weg, Klarheit zu schaffen, mit einer Pauschale zu arbeiten, 15, 15, 20.000 Euro, muss ich sagen, das ist eben dann die Vermittlung. Nur jetzt denken Sie wieder einen Schritt weiter. Er bekommt ja keinen Kaufpreis von 300.000 Euro. Also wenn die Monatsrate 1.500 Euro sind, mal 2.000, 3.000 Euro und Sie sagen, ich mache eine Vermittlungspauschale von 5.000, dann kreieren Sie möglicherweise eben schon genau dieses Problem, zu sagen, ja, das ist ja mehr als die ersten 2 Monate. Von daher ist es da einfach? Nein, weil natürlich einfach die Ausgangssituation jetzt etwas anders ist vom Geldfluss her. Nur man kann damit auch Geld verdienen. Ich habe es in meiner Praxis, also einmal, das war jetzt nicht unser Spezialgebiet, das war jetzt halt ein Fall, wo wir diesem Kundenwunsch damals entsprochen haben. Der kannte uns aber auch schon wieder sehr gut, wo man sagt, ja, da war das Thema Provision, der wusste, was er bekommt. Da war damals auch die Vereinbarung weniger problematisch. Nur so ist es ja nicht immer, wenn man neu auftritt beim Erstkunden, der einen nicht kennt, braucht man auch ein klares Modell, wo Sie einfach das mitnehmen. Und das war das Ziel für heute mal, für diesen Blogbeitrag, Sie damit etwas hinzuführen,
mal die kleinen Optionen weiterzureichen, die Gedanken und ja, es festzulegen. Das ist immer gut, wenn man es nicht abhängig macht von, okay, wie ist der Kunde drauf, sondern was ist mein Geschäftsmodell, ich fange mal damit an, überhaupt mal die erste Erfahrung zu sammeln, vielleicht auch mit einem geringeren Verhütungsmodell, um zu sagen, da bin ich noch offen, wenn ich es dann schaffe, mich im Markt, am Markt zu positionieren. Und Sie sind der erste Makler, der zweite, dritte, vielleicht der erste sogar, der sich bekannt machen kann in einer Region als der Makler, der es geschafft hat, ein älteres Ehepaar oder wer auch immer es dann ist, da glücklich zu machen. Und die kennen wieder andere und sagen, wir wollen ja nicht verkaufen, wir wollen drinbleiben. Aber da kenne ich einen Makler, der macht es sehr, sehr gut. Man können sich so Stück für Stück auch da natürlich ein Branding aufbauen, nur man muss dann halt erstmal etwas Erfahrungswerte sammeln und vielleicht auch da eben mit geringerer Provision, wenn notwendig. Nur mal als ein möglicher Strategieansatz. So viel für heute. Ich hoffe, auch das hat Ihnen wieder etwas gebracht, etwas Inspiration oder Möglichkeiten, was es alles so gibt. Und ich freue mich schon wieder auf den nächsten Blogbeitrag. Wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie uns. Einen Klick. Gehen Sie, wenn Sie wollen, auf unsere Trainingsportale makler-wissen, verwalter-wissen.de. Da haben wir ja alle Themen, die man im Tagesgeschäft als Makler benötigt, ob Finanzierung, Akquise, Verkauf, Erfolgsfaktoren, Fachwissen, alles da, egal in welche Richtung man sich informieren möchte. Ja, das war's für heute. Macht es gut, bis bald, Ihr Markus Langbach.